Fette Bereifung, puristisches Design und 45 km/h schnell. Diese Neuheit von Riese und Müller hat es in sich. Wir haben hier in einem Fahrrad schon zwei der Top-Neuigkeiten für die Fahrradsaison 2015. Das ist der Charger GT von Blue Label von Riese und Müller in der Highspeed-Variante bis 45 Stundenkilometer. Das heißt, das Fahrzeug ist ein Leichtmotorrad und muss eine Nummerntafel und einen Spiegel haben. Die andere Top-Neuigkeit, die dieses Fahrrad auch schon zeigt, ist das neue Bosch Nion-Display. Das ist gleichzeitig Bedienelement und Navigationsgerät plus Bordcomputer, der alle wichtigen Informationen über den Fahrradstatus, über die aktuellen Karten, über den Energieverbrauch des Fahrers direkt im Display liefert. Das Rad ist ausgestattet mit dem Performance-Line-Antrieb von Bosch mit einem 400-Watt-Akku und als Besonderheit zum ersten Mal bei Blue Label hat es 650B-Reifen. Das ist ein neues Reifenmaß aus dem Mountainbike-Bereich, das speziell für kompakte Räder ein super Straßenlage und Fahrverhalten mit großem Volumen und großer Fahrstabilität gewährleistet. Der Charger GT ist ab ca. 4.200 Euro erhältlich. Charger-Modelle gibt es übrigens in mehreren Getriebe- und Ausstattungsvarianten, sowohl als 45 und auch 25 km/h Version.